Hallo, liebe Hackdayers. Ich finde super cool, was ihr hier macht. Und ich habe trotzdem drei ganz klare Anliegen an euch. Erstens, ihr fordert immer, man solle die Daten transparent machen und aufs Netz stellen. Ihr müsst aber etwas vorher fordern, nämlich, dass wir gute Daten überhaupt haben. Entscheidend ist, welche Daten wir erheben. Zum Beispiel wissen wir über die Kuhnamen in der Schweiz sehr genau Bescheid. Über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse wissen wir fast nichts. Da erwarte ich eure Unterstützung, dass die Bundesverwaltung anfängt, relevante Daten zu erheben. Das zweite Anliegen ist, bitte achtet auf die Qualität bei dem, was ihr macht. Gerade wenn es um Finanzdaten geht. Da kann man sehr viel Scheinobjektivität produzieren. Ich mache ein Beispiel. Politnetz hat vor einiger Zeit veröffentlicht, wie viel die Parlamentarier ausgeben und wer sind die Sparer und wer sind die Ausgeber. Aber sie haben nur die Budgetdaten angeschaut. Das, was wir unter dem Jahr außerhalb des Budgets ausgeben, das haben sie nicht angeschaut. Und da fließen die Hunderte von Millionen. 100 Millionen für die Schweizer Hotellerie, 100 Millionen KTI-Projekte für die Schweizer Maschinenindustrie. Dann 30 Millionen Flächenbeiträge mehr für die Bauern. Alles SVP. Das ist nicht eingeflossen. Und dann macht die SVP noch einen super Trick. Sie beantragen Budgetkürzungen, die irgendwie völlig fantastisch sind, völlig irrelevant, weil sie zum Beispiel gesetzlich gebundene Ausgaben streichen wollen. Das Parlament macht da nicht mit. Und dann steht die SVP als große Sparerin da und das Rest des Parlaments als die großen Ausgabenfreudigen. Hinterfragt die Daten, die ihr da so nett an den Hackdays verarbeitet. Und die dritte Botschaft oder das dritte Anliegen hinterher, am Schluss des ganzen Prozesses, zeigt das den Fachleuten, zeigt das euren Kollegen, wir müssen dringend Qualitätssicherungssysteme aufgleisen, weil eben diese Scheinobjektivität, die sonst produziert wird, sich ins Gegenteil verkehrt. Zum Beispiel, ihr werdet jetzt etwas machen zu den Finanzen und da zum Beispiel der Einkommensbegriff. Es gibt 7 verschiedene Einkommensbegriffe. Wenn ich als Userin mein Einkommen eingeben muss, sagt mir, welches Einkommen ich eingeben muss. Sonst haben wir am Schluss Scheinobjektivität. Also, würde mich freuen, wenn ihr da etwas vorwärts machen würdet. Ciao und viel Spaß.